Lieben, ist euch auch so kalt wie mir? Heute ist Mittwoch und ihr seht dieses Video am Donnerstag und der Mittwoch war eisern kalt. Mir ist total kalt, deswegen sitze ich hier mit dicken Pulli und ich friere schon den ganzen Tag. Ja, drehen wir heute das Huda Beauty Video? Ich würde sagen, let's go mit dem Video! Ja, meine lieben Juicy, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei Gina Juicy. Ja, ich begrüße auch alle neuen Abonnenten. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Und danke für eure Views, danke fürs Zuschauen. Ja, kurzer Disclaimer, bevor wir hier loslegen. Bitte denkt dran, nächste Woche, im nächsten Video von mir, das wird das Video sein, ich nehme an, Elf gegen Charles Tilbury, Hollywood Flawless Filter. In diesem Video wird das für euch verlost. Nein, das ist nicht die Glossy Box, also ja, die Verpackung davon, aber nicht der Inhalt. Ja, wir haben hier eine richtig volle Box, die ziemlich schwer ist. Hier wird mich auf jeden Fall der Versand ein bisschen was kosten. Ja. Ich habe die Box für euch voll gepackt. Ich lasse euch mal ganz kurz reinschauen. Wir haben alles Mögliche drin, von Skincare, Badezusätze, Make-up, Foundation, eine Lidschattenpalette, eine Mascara und Nagellack ist auch dabei. Und er könnte noch von der Glossy Box sein. Wer dieses Video nicht gesehen hat, der kann mal bei mir auf dem Kanal schauen. Das liegt jetzt noch nicht ein ganzes Jahr her, als ich dieses Video gedreht habe. Ja, hier habe ich für euch gesammelt. Das würde ich gerne jemandem zu Weihnachten verlosen, der Spaß dran hat. Wir haben ja auch eine Seife Deluxe mit drin, die ziemlich spannend aussieht, aber die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe darauf verzichtet für euch. Mache ich gerne. Und abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, um das Video nicht zu verpassen. Ich hoffe, diese Box geht nächste Woche raus. Super, dann hätten wir das auch. Ja, was haben wir denn heute hier? Wir haben heute die Lidschattenpalette Color Black von Huda Beauty. Das ist ein mega Packaging. Das ist hier oben so gummierte Schrift und ja, und das Blaue auch. Hier haben wir Plastik und hinten ist sie gelb. Und in den Farben spielt sich auch diese Palette ab. Im Inneren sieht sie so aus. Also dieses Gelb, da bin ich schon super gespannt drauf. Viele blaue Shades und ein Mintenshade. Und ich glaube, ah, wir haben zwei grüne Shades. Wir haben einen Minten- und einen minzigen Shade, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, die Palette sieht ziemlich neon aus. Ist eine absolute Summer-Vacation-Palette, würde ich sagen. Habe ich bei TK Maxx geschossen. Habe ich schon gesagt, für 16,99 €. Online kostet sie 29,99 €. Also ein Schnäppchen, auf das ich schon super gespannt bin. Und ich schon so lange darauf warte, die hier zu reviewen. Und wir haben eine Konturpalette von Luvia, die auch ziemlich spannend aussieht. Ja, diese Palette ist cruelty-free und vegan. Wo kann man es sehen? Hier. Ja, genau. Sie ist vegan. Wir haben hier einen Highlighter drin. Wir haben helle Shades drin zum Setten. Wir haben dunkle Shades drin zum Konturieren. Und ich nehme mal an, auch zum Bronzen. Das ist die Umverpackung. Ja, die Palette nennt sich Luvia Prime Contour Palette. Essential Contouring Shades. Ja, wie gesagt, von Luvia, genauso auch wie diese Pinsel. Und auf die bin ich schon mega gespannt. Ja,
Die Shades sollen sehr buttrig sein, lassen sich wohl super schnell und gut verblenden. Und man schafft hier wohl eine super Kontur damit und hat natürlich die hellen Shades, um die Stellen aufzunehmen, die man heller haben möchte. Genau. Mega gespannt darauf. Damit legen wir jetzt auch gleich los, würde ich sagen. Und wir haben hier die Shades. Wir haben oben die hellen und wir haben unten die dunkleren. Das ist der dunkelste Kontur. Ja, die Palette ist höchstens der hier für Dunkelhäutige, die aber vielleicht nicht ganz dunkel sind. Da könnte der hier noch funktionieren. Aber für ganz dunkle Menschen fehlen mir hier leider noch ein paar Shades. Ja, ansonsten sieht die sehr spannend aus. Ich würde sagen, wir haben hier einen etwas kühleren, aschigen Braunton. Und wir haben einen wärmeren Braunton. Da würde ich den wärmeren als Bronzer nutzen. Und dann haben wir noch einen roséstichigen, würde ich sagen. Einen braunen, roséstichigen. Nee, es ist nicht roséstichig, sondern es ist karamellig. Genau. Und dann haben wir einen gelblicheren. Ich mag das ja schon irgendwie gerne. Und wir haben einen hellen. Und ganz hell, aber das ist wohl der Highlighter. Und weil hier ist auch noch ein Highlighter mit drin. Oder war das jetzt der hier? Scheint mir nicht so. Der hier. Wohl schon eher. Naja, wir werden es gleich sehen. Ja, ich bin ganz gespannt. Die Shades heißen, ich fange mal hier von oben an und gehe hier rüber von der hellen Seite und genauso unten von der hellen Braun bis zum dunklen Braun. So, der erste helle Shade heißt Crystal Snow. Der zweite ist Creamy Sand. Der andere ist Sahara. Und der letzte ist Seychelles. Der untere ist Toffee. Ja, und dann geht es weiter mit Teddy Brown. Russet Brown and Dark Desert. Das sind die Shades. Also die haben auch Namen. Ja, ich würde sagen, ja, wie ihr seht, habe ich die Base schon drauf. Also die Foundation habe ich schon drauf. Da habe ich heute benutzt von Make-up Factory die Light White Foundation, die ich sehr, sehr mag. Leider steht hier nicht mehr der Farbton drauf. Shake it. Also die muss man unbedingt schütteln. Die ist so, so flüssig. Aber die legt sich wunderschön auf die Haut. Super. Ja, und die Töne sollen mit der Haut auch super verschmelzen. Hier diese Contour-Palette. Also die verspricht wahnsinnig viel. Und daher ist auch meine Erwartung viel, dass auch, also hoch nicht viel, dass auch Luvia ist. Und nicht wie vorgehabt nix. Also wir sind hier nicht mehr, ja, die Palette habe ich geschossen für 12,99 und die kostet online um die 24,99. Also eine andere Hausnummer als NYX. Ich weiß gar nicht, wie teuer war die von NYX. Ich glaube, die kostet um die 19 Euro. Ja, also die Foundation ist wirklich meine liebste Foundation momentan. Die passt auch super zum Winter. Meine Bräune vom Urlaub ist jetzt leider nicht mehr vorhanden. Und daher passt der Farbton auch wieder. Genau. Super Foundation auch für die kalte Jahreszeit. Sie ist ganz leicht, hat nur eine leichte Deckkraft. Wer mehr Deckkraft braucht, die kann man zwar leicht aufbauen, aber Medium wird es nicht. Und von wer High Coverage braucht, ist sie auch nicht richtig. Die ist ganz, ganz flüssig, zerläuft auf dem Gesicht wie Wasser. Lässt sich super schnell einarbeiten, ist super leicht auf der Haut, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ich habe sie in der Aktion gekauft für 10 Euro.
Ob sie noch 10 Euro kostet, weiß ich nicht. Sonst hatte sie nämlich 19,99 gekostet. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Foundation von der Drogerie von Make-Up Trend. War das so? Make-Up Factory. Nicht Trend. Make-Up Factory. Genau. So, kurze Rede, langer Sinn. Dieses Video geht schon wieder 11 Minuten, liebe Gina. Und wir fangen jetzt an, es hier zu konturieren. Dafür nehme ich hier so einen angeschrägten Pinsel von Luvia. Und ich würde sagen, ich mische Toffee und Rosette Brown. Das sind einmal die und die. Also schon mal sehr gut pigmentiert. Lassen sich auf jeden Fall super schnell verblenden. Ich würde sagen, wir machen das anders da. Ich nehme einen fester gebundenerer Pinsel. Diesen hier. Und gehe mal da rein. Es gibt es hier in den Cheekbones drauf. Und verblende das nämlich gleich mal. Ich glaube, das ist die bessere Variante. An der Jawline. Jetzt die Nase. Wir machen uns jetzt eine richtige Skinny Nose. Das sollte reichen. Ja, und jetzt würde ich sagen, verblenden wir das mit einem Puderpinsel. Immer schön nach oben. Lässt sich schon mal gut ausblenden. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall doch mehr blenden, aber wir wollen ja auch schließlich eine Kontur haben. Bringt ja nichts, wenn die sich ganz schnell verblenden, dann meist sieht man nichts mehr von der Kontur. Und hier lässt es zwar ganz gut und schnell verblenden, aber nichtsdestotrotz muss man hier noch ein bisschen mehr blenden. Verblenden, nicht blenden. Ja, ich würde sagen, damit dieses Video nicht unnötig länger wird, mache ich diese Seite hier off camera und bin gleich wieder zurück. So, da bin ich auch wieder. Ja, lässt sich wirklich super verblenden und auch ausblenden. Nichtsdestotrotz gehe ich nochmal mit so einem angeschrägten Pinsel rein und definiere ein bisschen die Kontur noch.
Ja, je nachdem, wie sehr man die Kontur, wie intens man die Kontur haben möchte, kann man natürlich auch in den dunkleren Shades reingehen. Vielleicht doch den dunkelsten Shade. Den probieren wir jetzt auch nochmal aus. Oh ja. Der hat aber, ja, auf jeden Fall hat es auch schon gut Pigment. Und man kann erstmal mit den leichteren Farben reingehen, um vorzukonturieren. Und dann mit dem dunkleren, so wie ich es jetzt gemacht habe, einfach die Kontur zu verstärken. Weil dann hat man definitiv eine schöne Kontur. Das sehen wir jetzt auch bestimmt gleich hier an der Nase. Wow. Das gleiche machen wir hier an der Jawline. So. Super. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal diesen großen fluffigen Pinsel und gehen hier in Teddy Brown rein. Das ist der Ton. Den nutze ich jetzt als Bronzer. Vorsichtig, wenn ihr reingeht, die sind schon sehr, sehr gut pigmentiert. So, dass ihr nicht viel Arbeit damit haben müsst. Wow. Also gut, durchgebronzt bin ich. Ja, man sollte vielleicht doch nicht so stark da reingehen. So, ich habe jetzt noch keinen Concealer drin, aber die Kontur gefällt mir schon super. Lässt sich super verblenden. Und ist auch wirklich schön buttrig. Klar muss man hier ein bisschen mehr arbeiten. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel ins Fändchen gegriffen. Hier gefällt es mir besser. Ja, da muss man noch so ein bisschen den Dreh raus haben. Mein Gott, sehe ich dunkel aus in dieser Kamera. Aber mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Ich bin wirklich verdammt dunkel. Okay, wir gucken mal das Ganze jetzt. Wir haben ja noch kein Concealer drauf, kein Setting Powder. Und wir gucken mal, wie hell wir das jetzt noch bekommen. Dann gebe ich nochmal in die hellen Shades rein. Genau. Da würde ich sagen, ich gebe mir jetzt erstmal Concealer drauf. Da benutze ich den hier von Dior. Den kennt ihr schon zur Genüge. Der ist auch kurz vor Schluss. Bin dann sofort wieder zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und schon sieht das ganz anders da aus mit Concealer. Und dann würde ich sagen, wir fangen an mit Creamy Sand. Und dann nehme ich dafür auch wieder so einen abgeschrägten Pinsel, geh da rein, gib mir das an die Stellen auf, wo ich es heller haben möchte. Und jetzt gehe ich noch mal rein in Sahara. Das ist der gelblichere Ton hier.
Ich vermische das Ganze mal ein bisschen. Also am meisten gefällt mir die Nasenkontur. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Hier muss man auf jeden Fall noch mehr verblenden. Hier an der Stirn gefällt es mir auch super. Lässt sich schnell verblenden. Ist buttrig und es verschmilzt wirklich mit der Haut. So, ich gebe mir jetzt mal ein bisschen Setting Spray drauf. Da habe ich das Dewy Set von Anastasia Beverly Hills. Ja, hat einen super schönen, feinen Zerstäuber. Gefällt mir richtig gut. Dieses Setting Spray ist eins von meinen Favoriten. Ja, so viel zu Konturpaletten. Also ich finde es super, mir gefällt es richtig, richtig gut. Kann man gut mitarbeiten. Man sollte vielleicht noch ein bisschen mehr Gefühl dafür entwickeln, wie viel Produkt man sich gibt. Man sollte es, glaube ich, erstmal so ein bisschen mehr aufbauen. Man muss es natürlich ein bisschen länger verblenden, egal wie buttrig es ist und wie schnell es sich ausblenden lässt. Klar, die Nose-Kontur gefällt mir richtig gut. Also die Palette für mich, die, glaube ich, wird mir noch jede Menge Spaß verbreiten und von mir auf jeden Fall klare Empfehlung. Gerne wieder. Ja, kommen wir jetzt hier zu unserem Schätzchen von Huda Beauty, Color Block. Das ist die hier und ja, ich würde sagen, wir schminken heute keine zwei verschiedene Augen, wir machen heute zwei gleiche Augen mal zur Abwechslung. Und ich würde sagen, die Swatches habe ich schon gemacht beim Haul. Könnt ihr sie euch gerne anschauen. Die Shades sehen so aus. Und ich würde sagen, ich nehme das Mintgrüne als Transition Shade. So, der Pinsel ist sauber. Dann nehme ich so einen hier von Luvia. Und das ist das Pigment. Oh, wow, das sieht so gut aus. Der sieht aus wie türkises Wasser. Oha, der hat auch richtig gut Pigment. Wow, ist das nicht eine schöne Farbe? Mega. Also das gefällt mir richtig gut. Momentan bin ich wirklich so, was grüne Shades angeht, aber so einen Shade und diesen Minten-Shade, den habe ich noch nicht. Einfach Hammer. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in den mittleren gelben Shade. Auf den bin ich auch mega gespannt. Und auch hier, ich klopfe den mal ein bisschen ab. Oh, wow. Ah. Also der ist schon pigmentiert. Aber so kräftig, wie er hier im Fenchel aussieht, ist er leider auf dem Lid nicht. Ich nehme mal etwas festgebundenen Pinsel. Ich nehme mal so einen. Das ist auch ein Blender, aber der hat festere Borsten. Oh ja. Auf jeden Fall schon mal mehr Pigment.
Ja, mit so einem festgebundenen Pinsel kann man wesentlich mehr. Klar habe ich mir die jetzt noch wesentlich intenser vorgestellt, aber ganz ehrlich, diese Palette im Sommer auf einem Festival, für ein Festival, Beachparty, die macht richtig Spaß. Muss ich schon sagen, also Huda Beauty gefällt mir richtig gut. Ihr habt auch gerade gesehen, wie dieser gelbe trotz dem auf dem Minden Shade sich gut drüber gelegt hat. Klar hätte ich gedacht, es wäre jetzt wesentlich gelber, intenser. So wie er im Fenchel halt eben ist, der ist halt aufs Lid eher Pastell. Ja, ich würde sagen, ich nehme mal halt das dunkle Blau, um das Ganze zu verdunkeln. Dann wollen wir mal das Ganze hier ein bisschen verdunkeln. Ist auch super pigmentiert, aber auch hier leider nicht so intens blau, wie wir es hier im Fenchel sehen. Lässt sich aber noch ein bisschen aufbauen. Ja, ich nehme noch mal den helleren blauen Ton. Der hat mehr Der hat mehr Rums, also ein wunderschönes Blau, als würde man so in blaues Meerwasser springen. Ja. Für das bewegliche Augenlid würde ich jetzt den, der ist ja einmal hier in zwei geteilt, in einmal dunkler und einmal heller. Und ich würde mal den helleren hier nehmen. Der sieht so aus. Ist ziemlich buttrig. Wow. Also der hat es in sich, ist eher so ein metallischer Shade. Gefällt mir aber schon mal richtig gut. Also die fließen auch schön übereinander. Der dunklere und der hellblauere Ton ergänzen sich mega. Ich hole euch mal näher ran. Ja, ich verblende das Ganze jetzt noch mal hier. Noch mal mit dem Mintenton. Ich smoke das jetzt hier mal schön aus. Wow.
Also mit der hat man, kann man im Sommer echt was mega Schönes machen. Das erinnert mich sofort an türkises Meerwasser. Einfach mega. Für das zweite Auge, wir machen doch zwei unterschiedliche Augen, würde ich jetzt mal in diesen mintengrünen Shade gehen. Als Transition Shade. Wow, der ist auch wunderschön. Ja, finde ich auf jeden Fall eine absolute Sommer-Festival-Beach-Palette. Wunderschön. Und den nehme ich dann, den ganz hellen blauen Shade, nehme ich dann als zum Aufblenden später. Sehr, sehr schön. Das ist auch mir ein metallischer Shade. Ich würde sagen, wir machen jetzt genau umgekehrt. Wir gehen in den blauen Shade rein und verdunkeln, also in den helleren Shade. Also umgekehrte Reihenfolge wie bei Auge 1. Und versuchen mal hier ein bisschen zu verdunkeln und in die Lidfalte zu gehen. Ja, also die Shades lassen sich auf jeden Fall aufbauen. Das ist schon mal sehr gut. Sehr anfängerinnenfreundlich. Also damit kommt auch wirklich eine Anfängerin zurecht. Gerade für Festivals oder Beachpartys kann man hier wirklich sehr, sehr gute Sachen machen. Und schaut euch mal an, wie intens die Farben sind. Also ich muss sagen, die funktioniert sogar besser auf dem Lid wie in den Swatches. So, ich nehme jetzt den dunklen Ton. Also das sind wunderschöne blaue Shades, die gefallen mir richtig gut. Und hier würde ich sagen, wir smoken das Ganze jetzt mal aus mit diesem ganz hellen, ist das hellblau? Ja, mit dem ganz hellblauen, babyblauen Shade. Ja, sind schön auf der Haut, die Shades. Man kann es super gut verblenden. Es lässt sich auch super gut ausblenden und aussmoken. Schaut euch das mal bitte an. Ist das nicht mega? Hier haben wir jetzt ein helleres Auge und dann ein dunkleres. Und jetzt nehme ich mal den, nee, wir nehmen jetzt hier den oberen Metallic Shade. Der sieht so aus, wow. Ja, Huda Beauty ist eine andere Hausnummer, was Metallic Shades angeht. Also da muss man nicht viel drüber gehen, um Effekt zu merken. Lässt sich auch super aufbauen, macht einen schönen Effekt. Ich gehe noch mal rein, weil es noch intensiver haben wir es auf dem beweglichen Lid. Und ja, was soll ich sagen? Seht selbst.
Wow. Einfach wow. So, für das untere für diese Seite des unteren Augenlid würde ich den Mintenshade nehmen hier unten. Und auch hier direkt das Pigment. Und für das andere Auge mische ich mit dem helleren Blauen, also der hier und der oben. Oha. Wird wieder mal ein super langes Video. Mega! Schaut euch das an. Das ist das Hellere und das ist das Dunklere. Mega schön intens, gefällt mir richtig gut. Werde ich auf jeden Fall Spaß mit haben nächsten Sommer. Denn hier kann man wirklich Kracher-Looks machen. Ich würde sagen, ich optimiere diesen Look jetzt mit Eyeliner, Mascara, gegebenenfalls vielleicht auch mit einem Kajal und natürlich Lip Liner und Lippenstift und bin sofort für euch wieder zurück. Ja, meine Lieben, da bin ich auch wieder zurück. Das ist der fertige Look. Ja, auch jetzt zu dieser Jahreszeit kann man was mit dieser Palette anfangen, wie ich finde. Gerade so mit diesem hellblau geschminkten Auge. Ergibt ein schönes, frostiges Ergebnis. Ja, ich weiß nur nicht so ganz, ob diese Blautöne, diese intens Blautöne zu meinen grünen Augen passen. Aber die Farben an sich finde ich sehr, sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Die Palette hat mich überrascht. Ich hatte ja die Swatches bei dem Haul gemacht und da hatten mich die Swatches überhaupt nicht überzeugt. Und ich dachte, diese Palette wird nicht gut abschneiden. Aber ihr wisst ja selbst, ich war schockiert über die Action Max & More Heaven Palette. Die hat mir schon richtig gut gefallen, aber hier, das ist nochmal eine andere Quality. Die Töne sind wesentlich präziser, lassen sich nochmal besser einarbeiten und haben einfach nochmal eine andere Qualität. Und was mir noch mehr gefällt, sind die metallischen Shades. Das ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Nicht, dass die Heaven Palette das nicht so hergibt, ja, aber nicht in dieser Qualität. Er sieht schnell überladen aus, während hier sich das dahin platziert und das tut, was sie tun soll, das Ganze nochmal unterstützen und dem Ganzen nochmal so ein Extra geben. Das macht die absolut. Und ja, das ist der Unterschied. Und ich bin auch mega excited und, was heißt excited, ich habe es ja jetzt schon mal probiert, aber mega überrascht von Catrice. Die Magic Christmas Story Palette, eine wunderschöne Palette, ist im High-End-Bereich, spielt sie da mit von der Quality her. Und, aber man merkt, was für eine Qualität man hat, wenn man eine Huda Beauty Palette hat oder bestimmt Anastasia. Das ist nochmal eine andere Qualität, eine andere Formulierung. Ja. Die setzt man da drauf, wo man sie hinhaben will und dann bleibt die. Und dann baut die sich quasi mit auf, während ich arbeite, arbeitet die mit mir. Und schafft somit auch nochmal eine andere Qualität, auch die Strahlkraft der Töne. Das eine oder andere hätte ein bisschen besser pigmentiert sein können, aber ansonsten eine wirklich mega Palette. Ja. Was soll ich zu der Konturpalette sagen? Genauso super, gefällt mir richtig gut. Man kann schön bronzen. Die Nose-Kontur ist
Wow, die mache ich jetzt jeden Tag. Und ja, wir haben viele verschiedene Shades hier. Man kann ins Aschige gehen, ins Warme, ins kühlere Braun gehen und schafft dann zum Schluss wirklich ein schönes, konturiertes Gesicht. Und die helleren Töne machen nochmal ihres. Ja, von mir absolute Empfehlung. Ich bin froh, dass ich nicht die von NYX gekauft habe, sondern mir halt eben doch diese hier gekauft habe. So, und ich würde sagen, wir probieren hier nochmal den Highlighter aus. Den hätte ich fast vergessen. Oha, wow. Wow. Ja, und das ist halt, was ich meine mit Qualität, ne? Ihr seht es selbst. Ein Schnäppchen bei TK Maxx. Diese zwei Produkte, absolute Empfehlung. Immer gerne wieder. Und mit der hier werde ich mega Spaß haben und mit der hier auch. Ich glaube, das sind die neuen Must-Haves. Also die, ich war heute nochmal bei TK Maxx, die konnte ich nicht mehr sehen. Die war nicht mehr da. Aber die gab es noch ein paar Mal von Louvet de Contour Palette. Aber dafür habe ich wieder zugeschlagen. Meine Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und schon gar nicht die Verlosung, die bald ansteht. Also, ich würde mich freuen und ich würde sagen, bis bald, eure Gina Juicy.